Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Agoribox von Cool Savage. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Agori von Cool Savage, das Ganze am 19. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das sechste Soloalbum, das sechste Album von Cool Savage. Wir haben hier eine quadratische Box in dunkelgrün. Als allererstes werden wir mal die Folie entfernen. Hier seitlich an der Schweißnaht immer eine gute Möglichkeit. So, Folie kann ab. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, ein wunderschönes Cover. Und zwar haben wir hier einen Tiger, der hier scheinbar gerade seinen Dompteur, der ihn hier zu zähmen versucht hat, auffressen will oder zumindest brutal attackiert. Der Mann hier mit der Peitsche, ziemlich machtlos in dieser Situation. Unten rechts lesen wir Agori, hier Cool Savage und rundum ist das Ganze hier in diesem Schwarz-Grün gehalten. Auch hier auf der Seite Agori zu lesen, hier oben sowohl Albumtitel als auch Interpret. Und wir haben hier auch so einen kleinen Griff. Also man kann das dann sogar tragen wie seinen Koffer hier, diese Box. Hier auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir hier den Tigerkopf. Das war ursprünglich das Cover von Agori, also das erste Cover. Dann haben wir oben auch nochmal den Schriftzug. Und hier unten die Boxinhalte. Was erwartet uns hier in dieser Box? Einmal ein Hoodie, das Album auf CD, eine unterschriebene Autogrammkarte und eine Bonus-Vinyl. Jawohl, dann hier noch die Logos der Labels und natürlich ein Barcode. Der ist hier aufgeklebt, hängt damit zusammen, dass es diese Box in unterschiedlichen Größen gab. Also meine ist in diesem Fall die M-Box, hat mit dem Hoodie zu tun. Den konnte man größentechnisch frei auswählen. Ich habe mich für M entschieden, aber ich glaube es gab auch S, L, XL, alles mögliche. Deswegen hat man das hier mit einem Sticker gelöst. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Am besten wahrscheinlich hier oben bei diesem Griff. Hier lässt sich das Ganze aufmachen. Genau, ich glaube, wir legen es besser wieder hin und schauen rein. So, als erstes haben wir hier einmal Verpackungspapier in feinster Cool Savage Optik. Dann kommt uns hier entgegen der Hoodie. Als nächstes die Autogrammkarte. Das Album auf CD und dann haben wir zu guter Letzt, wenn wir sie rausbekommen, zuerst mal das Papier hier weg. Na, will nicht zurecht, vielleicht so, hängt hier fest, so, zu guter Letzt die Bonus-Vinyl. So, das Papier machen wir mal zur Seite. Die Box können wir derweil wieder schließen. Wunderbar. So, und dann kommen wir zu den einzelnen Inhalten. Die meisten, drei der vier, sind noch in Folie. Die Autogrammkarte natürlich nicht. Machen wir zur Seite. Und dann schauen wir mal, dass wir einmal hier den Hoodie rausholen. So, das ist der Hoodie. Dann haben wir hier die Vinyl. Die können wir hier so seitlich einschneiden. Es ist nämlich kein Gatefold, sondern es ist eine reguläre, also eine einfache Vinyl. So, schlitzen wir hier einfach mal der Länge nach auf. Wunderbar. Und natürlich auch noch das Album an sich. Das ist hier ebenfalls eingeschweißt. So, das war's. Die Folien sind somit erledigt. Und dann kann es auch schon losgehen. So, das ist das Album. Das ist das Cover, das wir auch auf der Box hatten. Etwas andere Färbung.
meinen Augen war es auf der Box etwas stärker von der Kraft, also von der Sättigung des Grüns, hier etwas ja, dünkler gehalten, etwas düsterer. Hier unten rechts wieder der Agori-Schriftzug. Kurze Info zu diesem Wort, also eigentlich ist das eine Untergruppierung einer Glaubensrichtung, also ich glaube aus dem Hinduismus in Indien, so eine Gruppe von Gläubigern, die sich eben die Agori nennen, aber für uns in Deutschland, Österreich heißt das mehr oder weniger so viel wie die Furchtlosen oder Furchtlos an sich. Ja, das nur zur Hintergrundinfo, hier auf der Seite auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wenn ich richtig informiert bin, haben wir hier 15 Tracks, diverse Features. Wir haben mit dabei Mel, Nixon, Alice, Sido, Nessie, Laska, Oxymiron. Das hat mich sehr gefreut. Also wer ihn nicht kennt, ein russischer Rapper, der es sehr, sehr drauf hat und der hier ein russisches Feature beigesteuert hat. Dann, wen haben wir noch? Alice, Motrip, Sierra Kid, Edo Saya, Cello, Abdi, Kelvin Colt und Alexa Feser. Also hier ist echt einiges vertreten. Beteiligte Barcode, wunderbar. Das Album gibt es natürlich auch regulär auf CD, nicht nur in der Box. So, bevor wir uns die CD anschauen, kommen wir als erstes zum Booklet. Hier wieder der Dompteur, der vom Tiger angegangen wird. Dann geht's los mit einzelnen Tracks und Infos. Also hier sehen wir, wer hat produziert, wer war hier mit beteiligt. Fotos von Savage natürlich auch mit dabei. Weitere Fotos, also so collagemäßig Infos. Ah, hier ein wunderbares Bild von Biggie. So, weitere Tracks. Hier wird Gitarre gespielt. Dann haben wir so die ersten Skizzen und Entwürfe bzw. Tracklist. So, weitere Tracks, weitere Infos. Sieht so nach Making-of aus, also so Aufnahmeprozess des Albums. Dann die letzten Tracks und hier nochmal die Credits zum Album. Jawohl. So, dann kommen wir zur CD. Die ist auch hier wieder in diesem Schwarz-Grün gehalten, in diesem Fall mit dem Tigerkopf. So sieht das aus. Und dieser Tigerkopf kommt auch nochmal dahinter zum Vorschein. So, das war's zum Album, aber nicht genug mit Musik, denn wir haben hier zusätzlich auch noch diese Vinyl, die Bonus-Vinyl. Es ist eine 12-Inch-Vinyl mit insgesamt 4 Tracks und zwar nennt sich das hier Kool Savas Classics Nummer 1. Der Beweis instrumental Mona Lisa und Mona Lisa instrumental. Das sind ja schon ältere Tracks, ich glaube, wenn ich richtig liege, vom Album Tot oder Lebendig damals. Produziert von Mel Beats. Auf der Rückseite sieht das so aus. Und dann schauen wir mal rein. Also wir haben hier eine weiße Papierhülle. Na, so. Eine weiße Papierhülle. Jetzt ist hier leer. Und diese weiße Papierhülle beinhaltet dann die Vinyl, die man hier schön eingefärbt hat. Also auch hier wieder dieses ja, Blaugrün in diesem Fall schon. A-Seite mit 2 Tracks, der Beweis und eben das Instrumental. Und die B-Seite mit dem Track Mona Lisa und dem Instrumental. Ja, wie gesagt, beide produziert von Mel Beats. Also auf beiden Seiten jeweils ein Track und die zugehörige Instrumentalversion. Das haben wir hier drauf. Als nächsten Inhalt haben wir dann noch eine, wo ist sie? Hier, Autogrammkarte. Kool Savas vor einem, sieht aus wie so ein Rolltor und einer Ziegelmauer. Hier mit silbernem Stift unterschrieben. Das ist auf jeden Fall original, also echt unterschrieben und nicht aufgedruckt. Und auf der Rückseite lesen wir Kool Savas, der King is back, ihr habt lang genug gewartet, Tour 2021. Also hier im Oktober geht's los, 8. Oktober bis 23. Oktober und wir haben hier Deutschland und die Schweiz, also in der Schweiz zumindest Zürich. Ja, gut, also Tourdates auf der Rückseite und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch einen Hoodie, der wie gesagt
größentechnisch frei wählbar war. So, los geht's. Er ist auf jeden Fall schon sehr dick und sehr schwer. Der wiegt echt einiges. So, das ist die Vorderseite hier im mittleren, ja, in der Mitte im Brustbereich haben wir hier aufgestickt in, was ist das so, weiß-silber, dieser Schriftzug. Ich glaube, das ist eben, das hat da mit Agori zu tun, also mit dieser Glaubensgemeinschaft. Das ist so deren Schrift, die dort verwenden in Indien, meines Wissens. Wenn ihr andere Informationen habt, dann gerne her damit. Dann haben wir hier unten eine Bauchtasche, die links und rechts natürlich einen Eingriff hat. Hier kann man sich dann schön die Hände wärmen oder irgendwas reinstecken. Dann der Bund unten gerippt, ebenso wie die Ärmel. Die sind hier auch zum Abschluss gerippt. Was mich jetzt gerade nicht so erfreut, ich habe hier irgendwie so eine Naht hier mit dabei, die glaube ich hier nicht so hingehört. Da muss ich mal schauen, eventuell kann ich den Faden dann einfach raustrennen. Hoffe natürlich, dass dieser Fehler bei euch nicht ist. Aber es ist glaube ich auch nicht so dramatisch. Ich glaube, der lässt sich einfach entfernen dann, dieser Faden. So, dann haben wir oben natürlich noch zwei Bändel in Schwarz. Die sind auch recht dick und grob. Schließen dann hier noch ab mit silbernem, mit so silbernen Abdeckung, mit so silbernen Kapseln hier. Agori lesen wir hier. Und auf der anderen steht auch nochmal Agori. So, das mündet dann hier in diese beiden Metallringe. Wir haben hier einen Hoodie Kulsawash Agori Size M. Wie gesagt, innen ist das Ganze so etwas grober. Ja, der Stoff hier etwas rauer als außen. Und wir haben es zu tun mit, haben wir hier noch irgendwo ein Zettelchen? Ja. Da ist es. So, was lesen wir? Kulsawash. 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Auf der Rückseite haben wir auch noch was. Und zwar haben wir hier einen fetten Backprint, der mir fast noch besser gefällt als die Vorderseite. Und zwar haben wir hier hinten diesen grünen großen Tigerkopf quadratisch hier aufgedruckt. Und unten rechts gibt es dann nochmal den Agori-Schriftzug. Auf der Kapuze oder im Nacken ansonsten nichts? Nein. Also das ist der Backprint. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz getragen an, wie dieser Hoodie aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den schwarzen Hoodie mit diesem weiß-silbernen in der Mitte hier im Brustbereich aufgestickt, der Schriftzug. Ansonsten hier, wie gesagt, alles komplett in Schwarz gehalten. Und daneben hier noch die beiden Schnüre, diese beiden Bändel in Schwarz mit dem silbernen Abschluss. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal eben gezeigt der Hoodie in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir die Autogrammkarte im Querformat, unterschrieben hier mit silbernem Stift. Die Bonus-Vinyl, die Kulsawash Classics Nummer 1 mit 4 Tracks, 2 auf der A- und 2 auf der B-Seite. Und natürlich das Album an sich, Agori, im regulären Jewelcase mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Agori von Kulsawash. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kulsawash unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.